sprechen jetzt allgemein über die Marktlage zusammen mit Jochen Stanzel von CMC Markets. Herr Stanzel, schönen guten Morgen. Der Markt hat ja seine Abhängigkeit vom Ölpreis schon oft unter Beweis gestellt. Jetzt haben Sie ein bärisches Signal beim Ölpreis dabei. Er ist ein wahrer Ölfetisch, den die Börsen derzeit haben, vor allem die Wall Street, weil man da sich sorgt um eine Pleitewelle, die es geben könnte, weil einfach die ganzen Ölfirmen, die waren ja teilweise bei Kursen, da gibt es einige, die waren bei 100, die sind jetzt noch bei 30 Cent. Da sorgt man sich natürlich, können die noch die Schulden zahlen. Wenn man sich jetzt die Kursentwicklung am Freitag anschaut vom US-Öl, von dem WTI, dann haben wir dann einen oberen Umkehrtag, ein sogenanntes Key Reversal oder Top Reversal. Wie sieht das aus, wenn man sich diese Freitagskerze anschaut? Da hatten wir zeitweise eine lange grüne Kerze über den Widerstandsbereich und am Ende vom Tag war es dann aber so, dass alle Gewinne wieder abgegeben wurden und der Schlusskurs vom Freitag lag sogar unter dem Schlusskurs vom Donnerstag. Und das ist ein stark bärisches Reversal aus Sicht der Charttechnik. Also alle, die da am Freitag da long gegangen sind, die optimistisch waren, jetzt kommt der große Ausbruch, das wurde nicht bestätigt, die müssen heute Morgen erkennen, das hat nicht funktioniert. Und auf diese Art und Weise mit so einem Top-Reversal, da war auch einiges an Volumen dahinter, wird normalerweise ein Widerstand ausgebildet, der für eine längere Zeit auch halten kann. Das wird dem Gesamtmarkt natürlich nicht gefallen. Genauso wenig haben ihm die Beschlüsse oder Nichtbeschlüsse des G20-Gipfels gefallen. Auch da waren ja sehr viele Hoffnungen drauf gesetzt worden. Jetzt wird man sich wieder auf Mario Draghi verlassen müssen. Kann der die Erwartungen denn diesmal erfüllen? Ja, die Regierung, die stehen ja mit dem Rücken zur Wand, weil sie letztendlich überschuldet schon sind und große Konjunkturprogramme, die Hoffnung darauf, die waren auch überzogen, dass dann G20-Gipfel irgendwas beschlossen wird. Und so hat man dann auch am G20-Gipfel vorwiegend um Währungskrieg gesprochen, ausgehend von Japan, vom Yen und von den Abenomics. Was könnte da noch kommen? Weil ja die ganze Geldpolitik immer stärker auf die Währungen zielt, auch die von der EZB. Da gibt es ja jetzt ganz viele Überlegungen, was die EZB beschließen könnte. Mario Draghi sagte, er will es komplett neu überdenken, das Programm. Er könnte ja zum Beispiel den Kapitalschlüssel auch fallen lassen. Derzeit verteilt er ja nach der Finanzierung der EZB, nach dem Kapitalschlüssel der EZB auch seine Anleihekäufe. Das könnte er fallen lassen und könnte dann ganz gezielt zum Beispiel griechische Staatsanleihen kaufen, um denen dann irgendwo mehr oder weniger auch eine Erleichterung zu bringen, weil, wie Sie gerade eingangs sagten, hat der IWF ja auch gesagt, Griechenland wird im März es nicht schaffen, seine Schulden zu bezahlen. Er könnte auch direkt dann private Papiere kaufen, Unternehmensanleihen, vielleicht auch Direktaktien. Also wenn man da jetzt, wir haben einen sehr negativen DAX, auch short geht, es sind zwar noch 10 Tage dorthin, 1,5 Wochen, aber das sollte man im Hinterkopf behalten, dass da einige auch wieder auf die Idee kommen könnten, sich im Vorfeld einfach dann long im DAX zu positionieren, in der Erwartung, dass da ganz arg die Geldschleusen dann aufgedreht werden. Also mit Griechenland wartet vielleicht schon wieder das nächste Problem, das durchschlagen könnte, auch auf Europa. Jetzt haben wir ja den Start in die Woche sehr verhagelt beim DAX, mit einem Minus von 1,5% gerade. Alles andere als freundlich. Ist das ein schlechtes Omen für die gesamte Woche? Ja, also dieses Key Reversal beim Öl, dieser Fehlausbruch, diese Bullenfalle, die wir da gesehen haben, wirft es schon einen langen Schatten hier von der Wall Street hier rüber. Dann die Enttäuschung von den G20, den chinesischen Börsen, alle Minus gewesen. Und auch die Charttechnik vom S&P 500, da hat man das am Freitag auch schon mitbekommen, dass das mit dem Ausbruch beim Öl nicht so richtig funktioniert hat. Wenn man sich den S&P 500 anschaut, den Kerzenchart, dann sieht man da bei 1950 erstmal vor ein paar Wochen einen sogenannten Shooting Star, ein Widerstandsmuster, gebildet aus drei Kerzen. Und jetzt haben wir versucht, das am Freitag und Donnerstag letzte Woche zu überwinden. Nur hat sich da eine weitere bärische Kerze ausgebildet, ein sogenannter Shooting Star. Und auch da haben wir jetzt eine Bullenfalle. Also Bullenfalle beim Öl, Bullenfalle beim S&P 500 Index. Und das hat man hier auch im DAX jetzt mittlerweile mitbekommen, hier in Frankfurt, dass das diese beiden Entwicklungen erstmal eher auf eine schwache Handelswoche in dieser Handelswoche hier hindeutet. Also da wurden einige Bullen gefangen und aus dem Markt geschmissen. Schauen wir mal, ob die sich wieder zurücktrauen. Dankeschön, Jochen Stanzel von CMC Markets. Schönen Tag Ihnen. Ebenso, danke.